Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Prepper. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich frage mich immer noch, wofür wir dieses Teil hier brauchen, denn das ergibt aktuell noch gar keinen Sinn, denn wir brauchen für die Rakete Wasserstoff und hier steht Raketenkontrollmodul. Also ich vermute mal, dass wir schon einen Schritt voraus waren, während wir eigentlich etwas anderes hätte machen müssen. Okay, wie dem auch sei, heute kommt der Agent. Heißt, wir müssen hier natürlich ein bisschen uns vorbereiten. Wir müssen natürlich hier das noch abdecken. Wir müssen... Hey, Prepper, hast du kurz Zeit? Wieso ist er am Tageslicht? Wieso ist er draußen? Wieso kommt er aus deiner Höhle? Ich habe so viele Fragen. Und woher wusste der, dass wir wieder da sind? Oder stand er die ganze Zeit da? Okay, der läuft aber sehr komisch. Guten Tag, Mr. Prepper. Ich hoffe, der kleine Ausflug ist gut verlaufen. Ah. Ja, wir haben noch nicht mal telefoniert, aber er weiß es schon. Oh, Bob, ich habe deinen Besuch nicht erwartet. Mein Ausflug war in der Tat interessant. Gut, dass ich eine Schrotflinte habe. Der ist ein bisschen komisch, vor allem, naja. Ich sag mal so, warum lauert er die ganze Zeit vor dieser Glastür und nicht vor der Haustüre? Aber Bob, okay, könnte sein natürlich, dass der Agent da rumläuft und ne? Warum siehst du so ernst aus? Ist etwas passiert? Ich bin ernst, weil ich eine ernste Frage im Namen der Schlaflosen für dich habe. Ich weiß, dass du nach deiner Rückkehr von der Militärbasis sehr nah an deinem Ziel bist. Wir wissen, dass du mit der Rakete fast fertig bist. Ach, jetzt kommt ihr an, ja? Weißt du, ganze Zeit musste ich da alles selber bauen. Und jetzt, ne, jetzt kommt ihr an. Oh, du beobachtest also meine Woher weißt du das? Hat er irgendwelche Webcams bei uns? Darauf sollte ich wohl stolz sein. Keine Sorge, wir wollen nicht einsteigen. Aber wir wollen den Start nutzen, um unsere Operation durchzuführen. Wir haben sie Operation Erwachen genannt. Okay, natürlich habt ihr das ja selbstverständlich. Ja. Wenn du deine Rakete startest, wird sie alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Agenten werden wie verrückt durch die Gegend rennen und die normalen Bürger von Merciville werden wahrscheinlich nur erstaunt zuschauen. Und hier werden wir einschreiten. Wir werden das Chaos nutzen, um Flugblätter zu verteilen, Graffitis anzubringen, die beschmieren hier die Wände, und einen Teil unserer Anti-Schlaf-Mischung zu verschenken. Oh, ihr verschenkt sie inzwischen. Ach ja, ich verstehe. Wir haben schon lange vermutet, dass die Bewusstseinskontrolle schwächer ist, wenn man starke Emotionen erlebt oder etwas Ungewöhnliches passiert. Deshalb glauben wir, die Schlaflosen, dass wir einige Leute aus der Kontrolle befreien können, wenn wir die Operation Erwachen mit deinem Raketenstart synchronisieren. Wir, die Schlaflosen, kurze Frage, das sind die Schlaflosen, also die schlafen nie und die führen die Operation Erwachen aus. Das ergibt keinen Sinn bei denen, weil schlaft und das heißt ja im Umkehrschluss, also wenn die ganze Zeit nicht schlafen, können die auch nicht aufwachen, oder? Werden wir uns dann um die kümmern. Der Widerstand wird wachsen. Wir brauchen aber deine Hilfe. Natürlich braucht ihr das. Okay, wenn ihr wollt, ich möchte einfach nur so weit weg wie nur möglich von hier sein, wenn ihr anfängt, die Leute zu wecken. Wir bevorzugen den Widerstand, um zu entkommen. Aber alles, was wir von dem brauchen, ist ein Zeichen. Wenn du deine Rakete starten willst, das siehst du schon. Das ist so ein fliegender Ball, der dann durch die Erdlaufbahn zieht. Das bin ich. Wenn du bereit bist, nach diesem roten Licht in deinem mach dieses rote Licht in deinem Schlafzimmer an. Warten dann auf unsere Ankunft, bevor du mit dem Start beginnst. Ich werde die Menschen mitbringen, die dir am meisten vertrauen. Oh, rotes Licht. Verstanden. Und dann nehmen wir 15. Okay. Ich muss nur noch ein paar offene Fragen klären, bevor ich gehe. Schön. Sehen wir uns am meine offenen Fragen. Ich habe ein paar wichtige Fragen. Na, okay, wie auch immer. So, wir haben Signalschalter. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen was essen. Und zwar würde ich sagen, das hier. So, den Rest packen wir hier natürlich wieder rein. Oh, warte mal, wir können noch eine essen. So, dann... Da unten haben wir noch genug. Da haben wir noch genug. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell hier hin. Aber wirklich ganz schnell. Dann rennen wir... in die Mine, holen uns Geld, rennen wieder zurück. Ich nehme mal zwei Kanister mit. Kann ja nicht schaden, ne? So, dann so, einmal rennen wir hier hin. Nee, warte, wir rennen hier hin. Verdecken das hier. Ne, wir müssen das ja hier sowieso abdecken. Zudecken. So, einmal zudecken. Gute Nacht, schlaf gut, träum was Schönes. Ich komme bald wieder. So, dann schnell in die Mine. In der Mine, ne, holen wir jetzt alles Mögliche raus. Kanister und was weiß ich nicht alles. Und dann kommt wahrscheinlich der Agent.
Obwohl, der Agent, den haben wir doch ausgeschaltet. Habe ich jetzt gerade einen Gedankenfehler? Ich glaube schon, ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall werden wir irgendwas jetzt gleich erleben, wenn der kommt. Wenn der kommt. Wenn nicht, ist auch gut. Wäre ich nicht traurig drum. So, erstmal hier auffüllen, ne? So, nochmal. Jawohl. Und alles nehmen. Wir sind schon voll. Okay, wir rennen einmal zurück. Level 4 war jetzt nicht kalt, ne? Ich frage nur so. Ach, ich hätte doch in Level 4 gehen können. Ich Vollhorst, ich habe doch Kanister dabei. So, gehen wir nochmal Level 4. Ich Vollidiot. Weil die muss ich ja einfüllen. Deswegen, das wird ja jetzt gleich leerer. Oder beziehungsweise wir werden die bisschen leichter. So. Na, okay. Was können wir nehmen? Wir können einmal nehmen... Das? Sind wir zu schwer? Aha. Gold können wir auf jeden Fall nehmen, das ist gut. Das können wir alles nicht nehmen. Das können wir noch nehmen. Und das war's. Gut. Ich sag mal so. Wir haben 25 Gold gerade bei uns, ne? Oh, pass auf, bevor wir jetzt nach Hause rennen. Ne, wir gehen jetzt erst nach oben. Weil ich weiß jetzt nicht, ob es hier so kalt ist oder nicht. Auf jeden Fall. Warte mal, wenn Bob nicht da ist. Ist er noch unten bei den Schlaflosen? Ich kann jetzt nicht nachgucken, weil ich muss ja... Ist er wieder zurückgegangen zu den Schlaflosen? Ich denke, ne? Pass auf, weil ich darf jetzt nicht vergessen, dass wir uns hier umziehen müssen. Ne? Wenn der jetzt gleich kommt, dann... Okay, Rucksack kann ich nicht ausziehen. Ah, stimmt, weil wir ja voll bepackt sind. Das stimmt, okay. Haben Sie vollkommen recht. So, dann verkaufen wir jetzt einmal... Gucken. Okay. So, das haben wir schon mal verkauft. Dann haben wir noch eine Tageszeitung. Die können wir verkaufen. Minuteman müssen wir noch was schicken. Muss ich dem das verkaufen? Weil da steht ja, schicke dem Minuteman haltbares Essen. Und das wäre ja zum Beispiel das... Oh, warte, warte. Ich muss ganz dringend die Waffe ablegen, ey. So. Der Rucksack ist schon... Rucksack. Kann ich den Rucksack wegpacken? Warte mal, der kommt noch nicht, ne? Aufdecken. Weil dann können wir nämlich schnell das Öl einfüllen. So, dann füllen wir das Öl ein. Das Metall füllen wir hier rein. Und dann gehen wir schnell nach oben und machen Zap-Zarab. Decken wir dazu. So. Dann einmal hier schmelzen. Danke. Auffüllen, richtig. Jetzt gehen wir nach oben. Jetzt ziehen wir den Rucksack schnell aus. Ne, weil jetzt sind wir ja wieder leichter. Wir haben 15 Gold noch. Ja gut. Zudecken, genau. So, ich soll dem Minuteman ja was schicken. Große Feldration. Marinierter Mais. Salatjurke. Okay, schicken wir dem Salatjurke. Vielleicht nimmt er das. Gucken. Nein. Der nimmt nur große Feldration. Okay. Dann kriegt er große Feldration. Aber normalerweise steht da irgendwie mal Quest-Item, ne? Braucht das und das und das. So, jetzt schnell hier. Guck mal. Dann kriegen wir auch noch Geld. Wenn Mr. Prepper sich mal ein bisschen bewegen würde. Ah. Oh, von 15 auf 22 haben wir den hochgehandelt. Oh, das war jetzt nicht so clever, ne? Wir haben jetzt gerade dem Minuteman unser Essen geschickt. Wobei, wir brauchen ja auch Essen, ne? Ja, okay. Denkst du manchmal, dass deine Briefe weiter reisen würden, als niemals war's? Ja, ja. Wir haben Geld. Wir haben Geld $588. Guck mal, Feldration kann man dem noch schicken. Kann man dem alles schenken, ne? Aber ich weiß halt nicht, wie viel der da braucht. Der Minuteman muss sich verstecken und braucht etwas Haltbares zu essen. Ich werde ihm etwas schicken. Ja, aber... Ich dachte, man muss dem dann... Warte mal, wir können ja noch was kaufen zu essen. Für uns. Ich dachte, man müsste dem dann... Braucht man das hier? Glas, Metall, Holz? Ne, ist alles nichts so... Da ist bestimmt Elektro. Nein, da ist kein Elektro bei.
Ich hatte gedacht, man muss dem das, so. Ich hatte gedacht, dem muss man das irgendwie schenken, aber nicht verkaufen. Ah, ich wurde falsch gelegen. Oh, 7 Dollar. Verkaufen. Verkaufen? Nein, nicht verkaufen. Um Gottes Willen, nicht verkaufen. So, wo haben wir noch Elektroteile? Kraftstofffass, Biodiesel. Nee, brauchen wir nicht. Wassertank? Ja, haben wir ja sowieso. Ich würde sagen, wir kaufen direkt Karotten, oder? Weil wir haben so viel Geld. Oder kann ich hier noch Bücher lesen? Warte mal, ich brauche 30 Elektroteile. Wir kaufen mal noch ein Elektroteil. Dann kaufen wir... Irgendwo müssen wir doch hier was zu essen kriegen, oder? Kochbuch 2. Kaufen wir auch. Kann ja nicht schaden. Ey, ich kann diese, die hier verkaufen für 60 Dollar. Aber Essen kann man hier nicht kaufen, ne? Da. Möhren. Ich wollte gerade schon sagen. Weil dann brauchen wir die nicht anpflanzen. Wir haben genug Geld. Ne? Wir machen mehr Geld, als wir brauchen. Tomaten. Ne, ist ein Apfel. Tomaten und Apfel sind ja fast alles gleich aus. Warte mal. Wann kommt der? 40 Sekunden. Ich schau mal ganz kurz nach. Die Tomatensuppe. Tomatensuppe braucht 4. Okay. 4. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt 4 Tomaten kaufen können. Ne, wir können nur 3 kaufen, selbstverständlich. Gut, aber wir können ja schon mal ein bisschen essen. Ne, haben wir jetzt bestellt, kommt jetzt gleich. Aber, wie wird das jetzt gehandhabt mit dem Agenten? Sieht so aus, als gibt es heute keine Inspektion. Vielleicht ist die Agentur beschäftigt. Ja, aber der war ja gestern da. Oder kommt der nachher wieder überraschend? So, ich lese jetzt das nächste Kochbuch. Wir können Kuchen backen. Schlangeneintopf. Ja, genau darauf habe ich mich gefreut. Schlangeneintopf. So, einmal Wasser nehmen, weil... Ach so. Natürlich. So, einmal Wasser nehmen, bitte. Dann kochen wir jetzt... Guck mal, hier haben wir jetzt ein neues Buch freigeschaltet. Und wir können jetzt erstmal die Karottensuppe nicht kochen. Weil wir dafür noch mehr Karotten brauchen. Und ich ehrlicherweise keinen Bock habe, wieder einzupflanzen. Was haben wir denn noch so zu essen da? Ey, wir haben ja noch genug. Ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Wasser. Okay, aufdecken. Kommt der jetzt überraschend oder wie läuft das hier? Aber ich brauche den Wasserstoff noch, ne? Der Countdown. Ich muss von hier fliehen. Wo kriege ich nochmal den Wasserstoff her? Das hat er mir erzählt. Hätte ich mal zugehört. Hätte ich da mal zugehört, aber nö. Ich muss ja wieder irgendwas anderes machen. Zudecken. So, dann gucken wir mal. Ist ja sehr unverdächtig. Weißt du, die Pistole wäre noch vielleicht nicht so auffallend gewesen, aber die Schrotgun, ey, oh. Supermarkt. Die können wir vielleicht noch kaufen. Und ansonsten... Ich versuche Elektroteile halt irgendwo zu kriegen, ne? Weil Elektroteile... Metall haben wir ja. Elektroteile brauchen wir. Auf jeden Fall Elektroteile. Aber Elektroteile, ja, ist so eine Sache für sich. Stoff. Wir brauchen Stoff. Gibt's doch gar nicht. Stoff. Wir brauchen Stoff. Stoff. So, Gourmet haben wir auch nichts. Nein. Metall, nein. Keine Elektrobauteile mehr. Ah, ist natürlich blöd, ne? So, einmal Nickerchen machen. Wie sieht das denn aus? Wir haben 65 Kilo. Theoretisch könnten wir nochmal schnell in die Mine das restliche Zeug alles holen, ne? Oh, ich hätte gerade gedacht, der Agent kommt. Alter Verwalter. Das war knapp. Vom Herzinfarkt. So, einmal in Etage 4, bitte. Ich meine, in Etage 5 hat er irgendwas gesagt, ist der Wasserstoff.
Oder vertue ich mich da immer noch, dass er sagte, Etage 5? Waren die? Ja, die auf jeden Fall, aber... Okay, ich habe jetzt 10. 10 Öl. Komm, wir gehen nochmal zu dem... zum Bob. Guck mal, ne, das ist einfach die Frage, die ich jetzt geklärt haben möchte. Ist Bob bei den Schlaflosen? Oder streift Bob irgendwo umher? Das sind halt so Fragen, die mich jetzt gerade interessieren. Das können wir gleich wegpacken. Wahrscheinlich kommt der Agent jetzt. Nee, da ist Bob. Hey Prepper, ich muss ausnahmsweise mal nichts für dich. Möchtest du vielleicht etwas lesen? Ich habe kurz Lobgesang auf Lö gekauft. Eine lustige kleine Geschichte für Mönche. Ach, Bob, du bist schon sehr speziell, ne? Du solltest echt mal ein bisschen schlafen gehen. Bob, das wird dir, glaube ich, gut tun. So. Die Schrotflinte. Ey, wir haben eigentlich genug Schuss, ne? Ich war jetzt gerade am Überlegen, noch ein paar Schuss nachzukaufen, aber wir haben den Schuss ja schon gehört und 285 Schuss ist schon eine Menge. Also damit kommen wir eigentlich über die Runden. Das braucht man nicht machen. Also werden wir... Wofür brauche ich eigentlich das Messer noch? Zur Sicherheit, ne? Ja, denke ich mal auch. So. Ja, du darfst auch gerne rennen. Danke. So, dann gehen wir mal schnell nach Hause. Wahrscheinlich ist der Agent jetzt da gewesen. Wir kriegen 3 Rüben. Dann gehen wir schnell nach unten. Einmal aufdecken. Kommt der Agent jetzt morgen? Oder haben wir einen Bug ausgelöst? Dass die Agentur, ne, also die schickt ja jetzt keinen Agenten anscheinend. Und gestern haben sie aber gemeckert, dass keiner da war. Also hier. Könnte sein, ne, dass das ein Bug war, dass das alles sich überschnitten hat. So, Öl haben wir gar nichts mehr. Da können wir nichts machen. Das Buch können wir noch wegpacken. Stimmt, das Buch. Das Buch können wir wegpacken und zwar hier rein. Dann haben wir noch 2 Kanister Kraftstoff. Den können wir wieder hier reinlegen. So. Ja, und ansonsten gehen wir nochmal nach oben und packen die Rüben hier rein. Wegen verderblich. Kommen die jetzt, kommt der Agent jetzt morgen? Also am nächsten Kalendertag? Oder was passiert da jetzt? Warte mal, wir schauen mal ganz kurz nach. Wie viele Elektroteile habe ich? 12. Ich habe 12 Elektroteile und wir brauchen 20 für den Countdown und 30 brauchen wir nochmal für den Wald. Und ich vermute, dass der Wald als nächstes auf der Liste steht. Heißt, wir brauchen erst 30. Ja, da haben wir ja ein bisschen was zu farmen, ne? Wir müssen auch gucken, wo wir den Wasserstoff herkriegen, weil... Ich habe keine Ahnung. Ich muss da vielleicht nochmal in die alten Let's Plays reingucken. Irgendwie Etage 5 oder 6. Müssen wir schauen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.